Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist neue Features im Add-on Stahlanschlüsse. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Lubai Software verantwortlich für Marketing und PR. Zum Beispiel die Lubai Website, die deutschen und englischen Webinare, Newsletter und so weiter. Ich werde das Webinar heute moderieren und gemeinsam mit dem Lukas Ihre Fragen beantworten. Aber meine beiden Kollegen können sich gerne selber vorstellen. Hallo, mein Name ist Walter Fröhlich. Bei Lubai bin ich für den Kundensupport per Mail und Telefon zuständig. Zudem bin ich auch an der Entwicklung des Add-on Stahlanschlüsse beteiligt. Heute werde ich Ihnen das Webinar vorführen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Hühnel. Ich arbeite im Product Engineering und Customer Support, eigentlich mit dem Fokus auf den Schnittstellen und dem Stahlbau. Ja, Anschlüsse fallen ja gewissermaßen mit dazu in den Bereich. Genau, und wir werden die Fragen beantworten. Ich würde vorschlagen, wir machen die Webcams wieder aus, dass die Teilnehmenden den ganzen Bildschirm sehen können. Ich sage nochmal ganz kurz was für die, die das erste Mal heute teilnehmen. Also Sie sehen auf der rechten Seite das Bedienpanel. Das können Sie hier mit diesem Pfeil einblenden, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Und die können Sie dann hier eingeben und wir beantworten die dann während des Webinars. Sollten Sie während des Webinars keine Antwort bekommen, weil eventuell zu viele Fragen reinkommen, erhalten Sie eine E-Mail im Anschluss. Sie können sich auch das Webinar ganz in Ruhe anschauen und uns dann eine E-Mail mit Bezug auf das Webinar schreiben. So, dann soll es schon genug der Vorrede gewesen sein. Ich übergebe den Bildschirm an den Walter und er kann mit seiner Präsentation beginnen. Okay, danke Andreas. Moment, ich muss noch einmal meinen Bildschirm auswählen. Das wäre der Bildschirm Nummer 2. Okay, danke Andreas für die Einleitung und heute möchte ich Ihnen einige Neuerungen und Verbesserungen in unserem Add-on Stahlanschlüsse zeigen. Dabei gehe ich auf folgende Punkte ein. Zum einen zeige ich Verbesserungen in unserem Blecheditor anhand eines etwas aufwendigeren Modells. Dann zeige ich die neue Komponente des Stabeditors und abschließend zeige ich die Berechnung der Anfangssteifigkeit. Genau. Ich habe, als ich in den letzten Wochen so ein bisschen im Netz unterwegs gewesen bin, bin ich da über eine Anschlussgrafik gestolpert, die schien mir halt eben ganz ideal dazu geeignet zu sein, um unseren verbesserten Blecheditor zu präsentieren. Das war auf der Webseite der Schrauben- und Drahtunion. Und da habe ich diesen Anschluss eines quasi Brückenteils gesehen. Das möchte ich jetzt heute zumindest mit dem Hauptblech des Anschlusses, das wollte ich einmal nachmodellieren. Dazu habe ich mir in Airfem ein einfaches Brückengerüst quasi erstellt und wollte daran jetzt die Eingaben einmal tätigen. Hier habe ich bereits das Add-on der Stahlanschlüsse in den Basisangaben aktiviert und sage jetzt, ich hätte gerne einen neuen Stahlanschluss, weise zunächst nur einen einzigen Knoten zu, den ich dann später auf alle vier übertragen könnte. Gerade dann, wenn man, kompliziertere Modelle hat oder viele Stäbe, die irgendwo in einen Knoten anschließen oder sehr viele Komponenten, die dafür erforderlich sind, ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man dort eine Beschriftung der einzelnen Stäbe vornimmt. In dem Falle beginnen wir hier beispielsweise mit der ersten Diagonale und ich versuche da immer recht kurze Bezeichnungen zu verwenden, beispielsweise Diagonale 1, der zweite wäre Diagonale 2. Danach kommt der Längsriegel oder der Längsträger, den nenne ich einfach nur Längs. Und als letztes wäre der Querträger, den benenne ich einfach nur mit Quer und kann den aber erstmal einmal deaktivieren, damit ich mich einmal auf das Hauptknotenblech hier konzentrieren kann. Den kann ich später nochmal wieder dazu nehmen, um halt eben die weiteren Eingaben zu tätigen, aber der soll am Anfang erstmal noch nicht stören. Die Bemessungskonfiguration lasse ich am Anfang bei den Standardeinstellungen und springe dann ins Register der Stäbe. Hier noch einmal der Status mit den entsprechenden Stabtypen. Das sind alles Stabende. Keiner davon läuft irgendwie durch. Und die Lagerung soll letztendlich am Ende der Diagonalen 1 erfolgen.
Dann kommen wir schon zum Komponenten. Als erstes möchte ich die Stäbe quasi so ein bisschen voneinander lösen, beziehungsweise die entsprechenden Verkürzungen eintragen, beziehungsweise Verlängerungen. Jetzt aktuell ist es halt eben, alle Stäbe schließen im Knoten an und sind rechtwinklig zu ihrer eigenen Achse. Ich verlängere als erstes mal den Längsriegel mit dem Stabschnitt und gebe hier an der Stelle vor, ich hätte gern den Längsriegel nach Stab, und zwar nach der Diagonalen 1 einmal geschnitten. Und zwar hätte ich das gerne weiter entfernt. Damit wäre der hier entsprechend angepasst und das passt dann soweit. Als nächstes möchte ich die beiden Diagonalen zurückziehen. Die sollen später dann mit den Laschenstößen dann verbunden werden. Das wäre die Diagonale 1, hätte ich gerne nach Stab geschnitten. Und zwar nach dem Längsträger. Die Schnittmethode Ebene, das passt. Näher passt auch, aber in dem Falle müsste ich den einmal senkrecht abschneiden mit einem zusätzlichen Versatzmaß von 195 mm. Damit wäre auch der vom Knoten erstmal abgelöst. Kann diese Komponente jetzt einfach kopieren und kann diesen Schnitt, den ich dort schon durchgeführt habe, einfach auf die Diagonale 2 anwenden. Genau. Als nächstes kann ich dann quasi mein Hauptknotenblech einfügen. Das mache ich über Verstärkungselemente Blech. Ich habe mir zuvor einmal den Anschluss einmal aufskizziert und die ganzen Bemaßungen quasi einmal rausgeholt, damit ich weiß, welche Längen und Abmessungen ich hier eingeben kann. In dem Falle hätte ich gerne dieses neue Blech mit der Dicke von 17 mm. Das ging darum, dass hier die gleiche Blechstärke vorliegt wie der Flansch der Diagonale. Das wären 17 mm. Die Breite habe ich mir ermittelt mit 715,8 mm und die Höhe soll 800 mm zunächst sein. Diese wird dann später noch zugeschnitten. Jetzt sehen wir, liegt das erstmal irgendwie im Modell drin. Das liegt daran, dass wir aus dem ersten gelisteten Stab, sprich der Diagonal, das Koordinatensystem übernehmen. Ich hätte jetzt auch beispielsweise im Register Basis, hätte ich die Auflistung oder die Auflistungsreihenfolge der Stäbe hätte ich ändern können und dann den Längsriegel als ersten gelisteten Stab hernehmen können. Dann wäre das alles nach dem Koordinatensystem des Längsriegels gewesen. Ich belasse das dabei. Denn ich kann nämlich auch hier die Bleche an bestimmten anderen Elementen anordnen. Und zwar sage ich, das soll an einer Stabplatte orientiert werden und in dem Falle am Längsstab am Steg 2. Hier habe ich die Koordinatensysteme aktiviert. Das große Koordinatensystem entspricht dem Hauptkoordinatensystem des Anschlusses und die anderen sind entsprechend hier nochmal mit aufgeführt mit dem Indiz 10 beispielsweise. Ich kann es wieder deaktivieren, dann stört das auch nicht von der Anzeige her. Genau, jetzt muss ich das Blech noch ein bisschen zuschneiden. Dazu wähle ich die Blechschnitte aus, kann das Blech Nummer 1 nach einer gewissen Stabplatte schneiden und das wäre in dem Falle der Längsstab und der Flansch Nummer 1. Jetzt sehen wir, haben wir den dort gleich abgeschnitten. In dem Falle, wenn sich durch den Blechschnitt die Elemente noch nach wie vor berühren, kann ich auch gleichzeitig dann noch eine Schweißnaht vorgeben. Und das mache ich dann an dieser Stelle mit 8 mm. Und dann bräuchte ich hier aber keine Kehlnaht, sondern würde ich beziehungsweise keine Doppelkehlnaht, sondern eine Kehlnaht-Rückseite. Kann mir das dann hier einmal nochmal anschauen. Genau. Und da fällt mir noch ein, ich habe das Blech noch nicht verschoben. Und zwar hätte ich das hier einmal horizontal noch verschieben müssen in die X-Richtung. Und zwar hatte ich das Versatzmaß, das war nicht X, sondern Y mit 76,41 mm. Und aus der Ebene heraus soll es mit minus 14,5 mm herausgeschoben werden.
Damit liege ich jetzt genau auf Außenkante des Steges. Und jetzt passt das soweit. Als nächstes führe ich noch einen weiteren Blechschnitt hinzu. Und zwar soll es jetzt einmal hier außen quasi in Verlängerung der Diagonalen quasi abgeschnitten werden. Auch hier wieder nach einer Stabplatte, nach der Diagonale 1. Jetzt beziehe ich mich aber auf den Steg. Kann dann an der Stelle noch vorgeben, okay, nicht vorne soll ein Restteil sein, sondern hinten soll das bleiben. Und kann dann noch den Versatz mit minus 125 mm vorgeben. Genau, das wäre schon mal ein großer Teil des Bleches, wäre damit soweit schon angepasst. Und jetzt kann ich unseren Blecheditor einfügen. Findet sich hier an dieser Stelle unter Modifikation. Den Blecheditor, den haben wir eigentlich schon relativ lange drin. Allerdings beschränkte sich die Eingabe hier auf Abschrägung, Ausklinkung und Rundung. Und jetzt neu hinzugekommen sind die Öffnungen. Bei den Öffnungen kann ich mehrere Formen auswählen. Einmal ein Kreis, Rechteck, Polygon und Sechseck. In dem Fall wähle ich das Sechseck aus. Und auch hier habe ich mir die Maße vorher ermittelt. Das war die mittlere Breite mit 300 oder knapp über 300 mm. Die Kantenbreite betrug exakt 150 mm. Die Höhe waren 260 mm. Genau. Damit wäre die Öffnung soweit drinne und ich muss ihn nur noch an die richtige Stelle verschieben. Das wäre dann an der Stelle mit 400 mm nach unten verschoben. Das ist eigentlich ein recht großer Schritt bei uns gewesen. Hätten wir diese Möglichkeit nicht gehabt, hätten wir quasi ein Blech einfügen müssen, das quasi hier aufgehört hätte, also an der Kante der Öffnung. Dann hätte man hier ein weiteres Blech einfügen müssen, auch hier. Die hätte man miteinander verbinden müssen, mittels Schweißnähten. Und ja, das wäre halt wesentlich aufwendiger gewesen. Zudem hätte man mit dieser Dreiblechlösung, hätten wir dann noch zusätzlich das Problem gehabt, dass später bei den Laschenstößen, dass dort, ich sag mal, mehrere Bleche in einer Ebene liegen und somit müsste ich dann auch die Verbindungsmittel nochmal separiert aufteilen. Damit hätte ich dann wesentlich mehr Komponenten erforderlich, als es jetzt der Fall ist. Genau, als nächstes, man sieht hier, haben wir noch eine Überlappung und zwar mit dem Blech, mit den Flanschen der Diagonalen und das kann ich jetzt mit einem weiteren Blecheditor, in dem Fall aber mit der Abschrägung, lösen, indem ich hier einfach die Abschrägungsmaße direkt eingebe. Das wären einmal 207 und 120 mm. Und gebe dann an der Stelle noch vor, an welchen Ecken das ist. In dem Falle gut 3 und 4 sind sowieso schon durch den Blechschnitt rausgefallen. Ansonsten gebe ich hier einfach die beiden Ecken ein. Genau, damit wäre auch das abgeschnitten. Nun würde ich halt noch drei weitere Schweißnähte einfügen. Einmal hier am Steg. Dann würde man hier unten am Flansch nochmal einen einfügen. Vielleicht noch einen auf der Rückseite. Das Ganze verschweißen. Und dann wäre es eigentlich, der Rest wäre fast Paste and Copy. Einfach den gesamten Block markiert und Komponenten am Ende kopieren. Dann müsste ich nur noch die Zuordnung ein bisschen anpassen. Und zwar, dass man den Ursprung auf den Steg 1 legt. Damit wäre der auf der anderen Seite und würde nur noch das Vorzeichen das Vorzeichen in die Z-Verschiebung einmal ändern und damit hätten wir auch den Part relativ schnell und einfach erledigt. Als nächstes würden dann halt eben, müssen dann weitere Bleche eingefügt werden, die dann halt für die Laschenstöße verwendet werden, die Verbindungsmittel als Blöcke eingefügt werden und so weiter, aber daran möchte ich mich jetzt nicht aufhalten. Ich habe das nämlich im weiteren Modell bereits fortgeführt. Und zwar kamen da noch die entsprechenden Laschen noch zusätzlich mit hinzu.
einmal eine vorne vor, dann jeweils rechts und links um Steg ein. Gehe auch hier nochmal in die Komponenten. Da waren die drei genannten Schweißnähte. Als nächstes kommt dann ja, das kopierte Blech, das kopierte Knotenblech und dann halt eben die Bleche der Laschenverbindung. Wenn man die erstmal drinne hat, auch die lassen sich dann super einfach kopieren. Einmal kurz die Z-Koordinate bzw. die Anordnung einmal kurz geändert, die Verbindungsmittel eingefügt und dann einmal auf die Seite kopiert und dann einmal auf die Rückseite kopiert. Somit entstehen dann insgesamt 96 Komponenten. Sieht erstmal wild aus, aber ist im Großen und Ganzen Copy and Paste. Genau. Wenn man sich das Ganze dann berechnet hat, sieht man dann halt, hier in dem Fall habe ich jetzt beispielsweise auch den Querträger dann schon mit reingenommen und den Anschluss an alle vier Ecken angeordnet. Genau, und da sieht man dann halt eben die entsprechenden Auslastungen der einzelnen Komponenten, einmal der Bleche, der Schrauben und die der Schweißnähte. In dem Falle habe ich das Ergebnis mit das Farbpanel ausgetauscht. Standardmäßig wenden wir immer die vier Farben an. Aber ich habe jetzt, um besser aufzeigen zu können, an welchen Stellen die Schrauben vielleicht doch noch kritischer sind oder beziehungsweise wo ich dann gegebenenfalls mehr eingreifen kann. Dadurch habe ich eine nochmal detailliertere Unterteilung zwischen den einzelnen Ergebnissen. Genau. Soweit zum Blecheditor. Ich schließe das Modell und springe dann in mein nächstes Modell, wo ich dann halt eben einfach anhand eines Rahmens verschiedene Anschlussmöglichkeiten zeigen kann. In dem Falle ja ein ebener dreistöckiger Rahmen, der durch eine Diagonale nochmal zusätzlich ausgesteift ist. Hier habe ich I-Träger verwendet, die entsprechend bereits schon Exzentrizitäten aufweisen. Das zeige ich dann gleich, warum. In den ersten zwei Höhenlagen ist derselbe Querschnitt eines I-Trägers verwendet und in dem obersten Stockwerk quasi, da möchte ich das einmal nochmal anders zeigen, mittels eines Quadratrohres. Auch hier, Stahlanschlüsse schon aktiviert. Ich erstelle einen neuen Anschluss und sage als erstes, hätte ich gerne an den Knoten Nummer 3 einen Anschluss eingeführt. Hier dran kann ich vielleicht auch nochmal zeigen, wie das mit der anderen Zuweisung der Auflistung ändern kann. Beispielsweise möchte ich hier in dem Falle an der zweiten Stelle hätte ich gerne den Riegel gehabt, sprich den Stab Nummer 4. Ich gehe hier rein, nehme den Stab Nummer 2 raus, also Diagonale und wähle mir entsprechend den Riegel aus. Dann ist der hier gelistet und kann dann halt eben die Bezeichnung noch ändern. An der Stelle wollte ich gerne die Diagonale haben. Das wäre die. Und auch hier die Bezeichnung. So. Und das wäre, genau, das würde schon passen. Hier kann ich vielleicht noch die Bezeichnung hinzufügen. Das wäre die Stütze oben, Stütze unten natürlich. Und an der Stelle hätte ich die Stütze unten. Stütze oben, so. Genau. Damit hätte ich mir auch beispielsweise im ersten Modell hätte ich mir das Koordinatensystem, das globale Koordinatensystem des Anschlusses anpassen und verändern können. Ich springe in das Register der Stäbe und überprüfe hier nochmal, auch hier der Status, der passt soweit. Allerdings muss ich hier an der Stelle noch vorgeben, dass die Spitze durchlaufend ist, weil ich sonst Probleme habe, da mit der Stirnplatte an beide Stützen quasi anzuschließen. Die untere Stütze soll gelagert werden, das passt soweit. Und dann komme ich zu den Komponenten. Als erstes füge ich eine Stirnplatte ein. Und zwar soll dort einmal der Riegel an die Stütze anschließen.
das Material einmal noch gewählt, die Dicke auf 20 mm angepasst, kann dann die Versätze noch vorgeben. Ich scroll mal ein bisschen näher ran, damit man davon was sieht und sage 200 mm, soll die unten überstehen. Links und rechts brauche ich gar nicht so viel, setze das auf 5 mm an. Damit ergibt sich eine Gesamtbreite von 190 mm zu 610. Als Schrauben sollen M16 10.9 zum Einsatz kommen. Da war ich zu schnell. Und kann dann halt die Abstände noch anpassen. Ich gebe nur den ersten Wert vor. Da geht das, die Bemaßung geht quasi von der linken Seite der Stirnplatte los. Geht von der linken Seite los und der Rest wird halt eben einfach zusätzlich ermittelt. Also 35, 120, 35. Und an die Anzahl der vertikalen Schrauben, der vertikalen Schrauben sollen 5 betragen in dem Falle. Der soll unten überstehen. Und dann beginne ich mit der Eingabe. Ich gebe 60, 50 und 240 mm ein. Und da höre ich auf. Liegt einfach daran, wenn ich quasi nur die ersten paar Werte eingegeben habe, dann wird der erste Abstand quasi an letzter Stelle gesetzt und das, was dort noch übrig bleibt, das wird quasi symmetrisch aufgeteilt. Somit ergeben sich 60, 50, 240 und danach verbleiben nach Abzug der 60 mm am Ende bleiben 200 mm und die werden dann gleichmäßig auf 100 mm aufgeteilt. Okay, als nächstes führe ich die Gute ein. Auch hier einmal Verstärkungselemente. Und sage, der verlängerte Stab ist der Riegel mit dem Steg. Die Referenz soll die Stirnplatte sein. Dazu hätte ich hier Platte auswählen oder Blech auswählen müssen. Und zwar Stirnplatte Blech 1. Auch hier einmal noch das Material schnell angepasst. 10 mm sollen von mir aus reichen und die soll aber nicht parallel, sondern geneigt eingefügt werden. Mit der Breite 225 mm, 200 mm, dann die Referenzvertiefung am Riegel sollen 100 mm betragen und an der Stirnplatte soll der Wert 125 mm betragen. Dann kann ich vielleicht noch einmal schnell die Schweißnähte anpassen und dann wäre die Gute auch soweit fertig. Und dann müsste ich einfach noch die Diagonale einmal schneiden, auch hier, wie wir vorhin schon gemacht haben. Ich hätte gern die Diagonale geschnitten und zwar nach der Stütze. Und zwar auch hier wieder senkrecht. Und mit dem Versatzmaß von 100 mm. Jetzt kommen unsere neuen Stabeditor mit ins Spiel. Das wäre an dieser Stelle zu finden. Der kann an für sich, sag mal, ähnlich bearbeitet werden wie auch der Blecheditor. Nur, dass es halt eben nicht auf neu eingefügte Bleche gilt, sondern auf die bereits vorhandenen Stäbe. Hier könnte ich beispielsweise den Riegelsteg mit einer Öffnung versehen. Moment, nicht Rundung, sondern Öffnung wollte ich. Das wäre, wenn man jetzt irgendwo im anschlussnahen Bereich irgendwelche, das war jetzt der Durchmesser. Ich wollte das eigentlich hier einfach in die X-Richtung verschieben, damit man es auch besser sieht. Wenn man im anschlussnahen Bereich irgendwelche Öffnungen hat für Leitungen oder wie auch immer, dann lassen sich diese jetzt hier so mit berücksichtigen. In dem Falle möchte ich aber einfach nur die Diagonale hier entsprechend anpassen, dass ich den hier ans Rutenblech anschließen kann. Also gebe ich vor, dass ich die quasi die Diagonale am Flansch 1 anpassen möchte. Und zwar soll das keine Öffnung sein, sondern ein Endversatz. Moment, nicht Öffnung, sondern Endversatz, genau. Und gebe ich hier einfach die
Länge vor, in dem die Aussparung quasi erfolgen soll. Damit hätte ich quasi den gesamten Flansch einmal zurückgeschnitten und kopiere mir den jetzt einfach auch nochmal ans Ende und weise hier den Flansch Nummer 2 zu. Genau. Zu guter Letzt muss ich einfach nur noch eine Verbindung schaffen. Könnte ich jetzt entweder über Schweißnähte machen, die ich da dranlege, oder aber eben unsere Verbindungsmittel, also Schrauben, dafür verwende. Und hier setze ich an, dass ich die Vute mit einer Startplatte gerne verbunden hätte. Mit der Startplatte, und zwar mit dem Steg der Diagonalen. Der Ursprung der Schrauben kann ich hier anpassen. Das ist immer recht hilfreich, wenn sich die Elemente halt eben auch entsprechend die Neigung mit übernehmen sollten. Ich wähle hier als Ursprung den Steg. Verschiebungen brauche ich jetzt erstmal keine. Die Schrauben könnte ich hier noch anpassen. Ich hätte gerne eine orthogonale Verbindung und ich hätte gerne einen Rücksprung von 400 mm gehabt und 50 sollen die Schrauben untereinander voneinander entfernt sein und kann hier drüber dann beispielsweise auch in Querrichtung nochmal die Anzahl verändern. Genau, damit wäre jetzt der eine Anschluss soweit fertig. Um jetzt nochmal einen weiteren Stabeditor zu zeigen, kopiere ich jetzt mir einfach diesen Anschluss. Und kann jetzt hier über die Zuweisung des Knotens, kann ich anstelle des Knotens Nummer 3 den 5er wählen. Nehme den Knoten Nummer 3 hier an dieser Stelle raus und habe jetzt meine Eingaben soweit fertig. Nur, dass ich einmal hier anstelle des Endversatzes eine Ausklinkung an der Flanschdiagonalen hätte. Und das wähle ich mir dann hier an der Stelle eben aus. Ich hätte gerne eine Ausklinkung. Da hängt es davon ab, wie die Abmessungen des Flansches sind. In dem Falle wären es vom Flansch Außenkante bis zum Steg hätte ich 29,8 mm und als Länge sollten in dem Falle 125 mm reichen. Und als nächstes oder als letztes muss ich quasi nur die ausgewählten Ecken bzw. Kanten wählen. Sobald ich hier drauf fahre, sehe ich dann auch in der Grafik die entsprechende Nummerierung. An der Stelle brauche ich nur die Kante oder beziehungsweise die Ecke Nummer 4. Bestätige das Ganze mit OK. Hab den jetzt weit drin, könnte ihn mir jetzt auch noch entsprechend besser anzeigen lassen, indem ich hier einmal den Ansichtennavigator herausfahre und die Vute beispielsweise deaktiviere. Dann sehe ich, dass der hier entsprechend ausgeklinkt wurde. Jetzt könnte ich den kopieren oder halt eben entsprechend diese Komponente halt eben einfach anpassen, dass ich sage, auch hier kein Endversatz, sondern eine Ausklinkung. Und zwar auch hier wieder mit 29,8 mal 125 mm. Auch hier wieder Kante bzw. Ecke Nummer 4. Damit wäre jetzt auch diese Möglichkeit geschaffen. Genau. Als nächstes vielleicht dann noch einmal eine etwas andere Form, wie so ein Anschluss erfolgen kann. Jetzt habe ich das über den Stabeditor gemacht und jetzt möchte ich noch eine Variante einmal zeigen, indem ich einen Stabschnitt mit Hilfe der Fläche erzeuge. Dafür kopiere ich mir auch den Knoten wieder und kann hier drüber quasi den Bezugspunkt oder den Anschlussknoten einmal anpassen und nehme auch hier wieder die Nummer 7 raus. Hätte ich hier drüber den Anschluss quasi während der Selektion, hätte ich den Knoten 5 zuerst rausgenommen, dann wäre die Anordnung wieder anders gewesen. Ich hätte es gerne aber in dieser Reihenfolge beibehalten, deswegen habe ich erstmal den Knoten gewählt und dann den vorherigen rausgenommen. Und auch hier kann ich noch einmal schnell überprüfen. Ich habe hier
die Schnitze unten, die gelagert ist. Ich habe den Riegel und die Diagonale und springe dann zu den Komponenten, bei denen ich, oh, zu den Komponenten, da war ich jetzt gerade einmal aufs Mausrad gekommen. Da schmeiße ich jetzt die drei problematischen Komponenten einmal raus, selektiere die einfach und sage, die hätte ich gerne gelöscht. Kann als erstes vielleicht einmal den, nee, machen wir so. Und zwar den Stabschnitt Nummer 1 passe ich erstmal an. Und zwar soll hier die Diagonale nochmal weiter zurückversetzt werden, die dann halt eben mit einer zusätzlichen Lasche verbunden wird, die dann letztendlich angeschraubt wird. Dieser Versatz soll 240 mm betragen. Ich führe dann einen weiteren Stabschnitt noch ein. Und zwar hätte ich gerne einmal die Stütze. Die Stütze entsprechend bis nach oben hin verlängert. Auch das funktioniert mit einem Stabschnitt. Und zwar die Stütze unten. Und zwar nach Stab. Und in diesem Fall ist es der Riegel. Und auch hier wieder weit entfernt. Und auch hier wieder ein weiteres Versatzmaß, minus 20 oder minus 50 mm. Dann steht er jetzt auch oben über. Und damit wäre jetzt die Stirnplatte Wute soweit gültig. Nur hier an der Stelle muss ich noch eine Verbindung erzeugen, die ich, wie gesagt, diesmal mit einem zusätzlichen Blech hinzufügen möchte, bei denen die Dicke 5 mm beträgt, die Breite 260 und die Höhe 120 mm. Auch hier liegt sie jetzt quasi im Ursprung und hier wähle ich den jetzt, beziehe ich das jetzt quasi auf das, auf die Wute. Die Wute Blech 1. Alternativ hätte ich sie beispielsweise auch an einem Steg der Diagonalen und so weiter anordnen können. Und das habe ich ja vorher schon gemacht. Dann muss ich nur noch die Versätze einmal vorgeben und den Versatz in die Z-Achse, sprich aus der Ebene heraus. Das wären in dem Falle 7,5 mm. Jetzt liegt der da noch drin und kann den hier über eine Winkelfunktion einmal noch entsprechend rotieren. Jetzt liegt auch der drinne. Wie gesagt, diese Exzentrizitäten, die Diagonalen vom Anschlussknoten aufweisen, die habe ich bereits im Hauptmodell eingegeben. Die lassen sich hier unter Stäbe quasi nochmal einsehen. Kann die hier drüber kontrollieren und kann die entsprechend anpassen, wenn ich das brauche. Nur, wie gesagt, wenn man an dieser Stelle Änderungen vornimmt, sei es die Exzentrizität, sei es der Querschnitt, sei es das Material, dann wird das nicht nur hier im Add-on angepasst, sondern gleich im gesamten Airfam-Modell. Okay, das hätten wir und jetzt führe ich halt eben nochmal einen weiteren Stabschnitt ein, indem ich den Riegel nach einem Blech, in diesem Falle nach dem Blech 1, gerne geschnitten hätte, allerdings nicht nach Ebene. Bei Ebene würde quasi in fortlaufender Richtung dieser Ebene würde ein Schnitt quasi durchgeführt werden. In dem Falle wäre das halt eben einfach ungültig. Wir können nicht die gesamte Diagonale durchschneiden. Ich möchte hier einmal einen Schlitz quasi einführen. Deswegen wähle ich als Schnittmethode Fläche aus, kann dann noch Schweißnähte anordnen. Ich lasse die erstmal noch weg und zeige erstmal, was passiert ist mit dieser Schnittmethode, indem ich die Wute einmal ausschalte und das Blech Nummer 1. Und dann sehe ich, dass hier quasi dadurch ein echter Schlitz quasi entstanden ist. Da wird dann das Blech quasi eingeführt und kann dann mit zusätzlichen Schweißnähten hier einmal verbunden werden. Einmal am oberen Flansch, einmal am unteren Flansch. Genau. Und zu guter Letzt würden mir einfach eigentlich nur auch wieder nur noch die Verbindungsmittel fehlen. Die führe ich dann nochmal schnell ein. Die muss ich beide an einer Platte anordnen. In dem Falle das neu eingefügte Blech
Und das zweite Element wäre die Route. Und auch hier wieder könnte ich den Ursprung ändern, den lasse ich dabei, muss keine Versetzer einfügen, kann hier die Schrauben oder die Schraubengüte anpassen. Ich belasse das einfach dabei, springe hier mit 35 und 60 mm für die Schrauben, führe ich die ein und kann auch hier wieder die Anzahl in die Querrichtung auch nochmal anpassen. Genau. Das wäre jetzt soweit zu dem Rahmensystem. Wie gesagt, durch das Hinzufügen unserer Stapel-Editors sind jetzt wieder wesentlich mehr Möglichkeiten an dieser Stelle gegeben. Okay, das wäre soweit zum Stapel-Editor und ich springe als nächstes in die Berechnung der Anfangssteifigkeiten. Und zwar, auch wie unser Andreas Ihnen vor 4 Wochen schon gezeigt hat, wollte ich einmal die Berechnung mittels den DSTV-Ringbuch quasi verifizieren oder einmal vergleichen. Auch ich habe dazu einmal das R55 angewandt. Es geht um den Anschluss eines HIW-220-Trägers. Die Ringbücher, die geben sowohl, die geben bei der Tragfähigkeit ein bestimmtes Tragfähigkeitsmoment heraus und die herausgegebenen Steifigkeiten, die beziehen sich immer auf, entweder man hat einen Riegelanschluss oder man einen Riegelstoß oder man hat eine Riegelstützenverbindung und zu jedem Riegel gibt es halt eben mögliche Stützenquerschnitte. In meisten Fällen wird halt eben immer ein IPE, HIA, HIB oder HIM-Querschnitt vorgegeben. In dem Falle wollte ich einen IH 3.1-Anschluss haben mit oben überstehender Stirnplatte. Beim HIB 220 mit der Schraubengröße M24 kommt als Stützenquerschnitt ein HIA 500 in Frage. Ein HIB 400 und ich glaube ein HIM 280 wäre möglich. Dann gibt es da halt eben zusätzliche Bezeichnungen, ob eine Steife angewandt werden muss oder nicht. In dem Falle wären alle drei Stützen mit einer Steife zu versehen. Ich habe mich hier auf ein HIA 500 festgelegt und wollte das einmal mit R56 einmal nachrechnen. Auch hier lege ich einen neuen Stahlanschluss an und gebe beispielsweise beiden Knoten einmal vor. Hier habe ich die Stütze. Jetzt wird es so dargestellt und das wäre der Riegel. Genau. Die Tragfähigkeitskonfiguration belasse ich und hier kommen wir zu der Neuerung. Hier haben wir nämlich die Anfangssteifigkeit. Es wird aktuell hier so ausgegeben, Anfangssteifigkeit und keine Interaktion, um einfach mal zu zeigen, was dahinter steht. Hier sehen wir nämlich die Eingaben dafür, für die Steifigkeitsanalyse. Alles, was hier ausgegraut ist, das ist halt eben aktuell gerade noch in Arbeit. Das heißt, bald stehen dann halt eben auch die Ermittlung des Steifigkeitsdiagramms zur Verfügung, die dann halt eben auch als Gelenke übernommen werden können. Okay, ich habe hier erstmal überhaupt aktiviert, dass eine Steifigkeitsermittlung stattfinden soll. Kommen wir zum nächsten Register. Auch hier wieder nochmal die Zuweisung mit Stütze, die gelagert ist, ist Stabende. Beim Riegel ebenfalls Stabende, ungelagert. Und hier ergibt sich eine neue Eingabeform. Hier gebe ich nämlich genau vor, welche Steifigkeiten ich denn gerne berechnet hätte. Ich kann einmal die Normalkraft auswählen oder Biegemoment im Y oder MZ, alternativ auch alle, je nachdem, wie ich das gerade brauche. In dem Falle gibt, da ich die Verifikation mit DSTV haben wollte, brauche ich nun das MY. Und müsste dann halt eben noch
die Komponenten einmal erzeugen. Hier wähle ich dann einfach einmal die unsere Vorlagenbibliothek einmal aus. Genau, da kommt sie. Und zwar hätten wir gerne einen Biegesteifenanschluss mit Träger an Stütze, Stirnplatte mit Stützensteifen. Damit wird halt eben die Vorlage geladen, auf mein Modell angewandt. Hier sehen wir schon, hier sind schon entsprechend 3 Schrauben rein. Ich muss gleich halt eben einfach nur das, ja, die Abstände noch so weit anpassen. Aber meine Komponenten sollten dann halt eben alle schon übernommen sein. Hier sehen wir, sind 4 Komponenten übernommen worden. Als erstes kann ich den Stabschnitt anpassen. Der soll nach oben hin in dem Falle mit minus 120 mm überstehen von der Stütze. Kann dann ja meine Eingaben der Stirnplatte anpassen. Der Riegel schließt eine Stütze an. Der Vorteil ist bei der Bibliothek, dass dann auch gleich die Materialien und die ganzen Zuweisungen schon passen. Da muss ich nicht nochmal separat eingreifen. Wer häufiger mit den Ringbüchern arbeitet, der weiß, dass hier die Dicken immer recht groß sind. In dem Fall waren das 35 mm. Den Definitionstyp der Stirnplatte hätte ich gerne nicht mittels Versätze, sondern Abmessung und Lage. Da kann ich nämlich gleich die Vorgaben aus dem DSTV quasi übernehmen und muss nicht die nicht alle Abstände eintragen. Hier wäre die Breite einmal mit 220, die Höhe wären insgesamt 340 und der Versatz wäre oben 105 mm. Das wäre das. Als nächstes kommen die Schrauben. Wie gesagt, ich wollte die M24 haben und mit der Schraubengüte 10.9. Ich habe 3 vertikale Schrauben rein, 3 horizontale Schrauben rein. Hier vielleicht noch die Abmessung, die Randabstände angepasst mit 50 mm und mit 55 und 115 mm. Und der Rest, der werden mit 90 und 80 mm. An dieser Stelle muss man wissen, dass das DSTV-Ringbuch die Tragfähigkeiten und die Anschlusssteifigkeit mit dem Schaft in der Scherfuge berechnet. Wenn Sie in Stahlanschlüsse die Option aktiviert lassen, wird nicht nur der Nachweis mit reduziertem Spannungsquerschnitt geführt, sondern auch das im Hintergrund verwendete Submodell beinhaltet an dieser Stelle der Schrauben eine geringere Steifigkeit. Das wirkt sich damit sowohl auf die Schnittgrößen als auch an die Anschlusssteifigkeit aus. Also müsste dieser Haken hier quasi deaktiviert werden. Dann noch die Schweißnähte angepasst. Auch die spielen ja eine Rolle bei der Steifigkeitsermittlung. Und zwar waren die im DSTV vorgegeben mit 8 mm für die Flansche und 5 mm für den Steg. Genau, das wäre es soweit. Hier hat das durch die Anwendung der Vorlagenbibliothek wurden 2 Steifen eingeführt. Das hat einfach den Hintergrund, dass beide Steifen unabhängig voneinander angepasst werden können. Ich will beide gleichzeitig behandeln, da sie keine besondere Exzentrizität oder irgendwas bekommen. Ich schmeiß die raus und muss dann nur an der Stelle vorgeben, ich hätte gerne die Lage nicht nur an einer Stabplatte ausgerichtet, sondern ich hätte gerne beide. Die Flanschdicke, die gibt der DSTV auch vor. Und zwar müssen die Steifen mindestens der Flanschdicke des Trägers entsprechen, sprich beim HEB 120 waren das 16 mm. Stellenversatz brauche ich nicht. Seite rechts oder links sollen auch beide da sein. Und kann jetzt einfach nur noch irgendwie die Schweißnähte anpassen. Genau. Das wäre soweit dazu. Und um das Ganze jetzt zu berechnen, dafür haben wir hier in der Tabelle bei den Eingabedaten haben wir hier einen neuen Button eingefügt, der die Steifigkeitsanalyse berechnet. Es dauert in diesem Falle bei mir 25 Sekunden. Mit dem GoToWebinar lasse ich das lieber. Und öffne einfach das fertige Modell. Das wäre in dem Falle
Wie gesagt, an der Stelle lässt man die Berechnung anlaufen und dann werden die Ergebnisse ausgegeben. Ich öffne nochmal R55. Den hat er noch nicht berechnet. Und zwar hatten wir jetzt an der Stelle, da wird halt eben in R55 wird einmal nochmal überprüft, ob die Stütze geeignet ist. Wie gesagt, ich habe schon extra vorher ausgewählt, dass es der richtige ist. Es wird eine Steifigkeit von 33,59 Meganewtonmeter pro Rad ausgegeben. Und mit R56 kommen wir auf 33,2. Also da sehen wir eine relativ geringe Differenz. Aber hier in Stahlanschlüsse erkennen wir noch einen weiteren Vorteil. Wir haben das MY zur Analyse aktiviert. Uns wird einmal für das negative als auch für das positive Moment wird uns hier eine gewisse Steifigkeit ausgegeben. Im DSDV finden wir nur ja quasi die Hauptanschlusssteifigkeit. Hier haben wir nämlich aufgrund des aufgrund dieser veränderten Symmetrie ist beim positiven Moment die Steifigkeit wesentlich geringer, weil dort die Überstände nicht da sind und auch die Schrauben im Zugbereich fallen dann quasi weg. Das wäre dann der Druckbereich. Somit haben wir dort eine wesentlich geringere Steifigkeit. Hätte ich beispielsweise auch für die Normalkräfte und für das NZ hätte ich mir eine Steifigkeit ausgeben lassen können. Was passiert jetzt damit mit unseren Ergebnissen? Ich kopiere mir einfach mal den Rahmen nochmal um 15 Meter. Ich hätte gern eine Kopie mit 15 Metern und muss dann noch vielleicht einmal, genau, die Belastung soll mitkopiert werden. Das bestätige ich dann, habe das dann hier drin liegen und kann mir dann hier für den Riegel, kann ich mir Gelenke mit reinnehmen. Und zwar setze ich jetzt einfach die ermittelte Drehfedersteifigkeit an, in dem Falle 33,2 fürs MY. Standardmäßig haben wir hier eine Einheit in Kilonewtonmeter pro Rad, da ich mich aber bei den Eingaben schon ein paar Mal vertan habe. Mit dem Faktor 1000 habe ich hier auch gleich die Einheiten quasi für mich angepasst. Mit 33,2 Meganewtonmeter pro Rad und das wende ich auch auf das Stabende an. Berechne ich jetzt die Lastkombination einmal, dann sollte man eine Reduktion der Biegemomente. Ach, Moment, müsste auf Ja klicken, dann fängt die Berechnung an. Und ja, wie gesagt, damit lässt sich dann die Steifigkeit mit ansetzen. Es wird quasi vorgegeben, solange das einwirkende Moment zwei Drittel der Tragfähigkeit betrifft, solange kann man auch die Anfangssteifigkeit ansetzen. Ansonsten müsste quasi eine anzusetzende Rotationssteifigkeit ermittelt werden. Also sobald man über dieses gewisse Lastniveau drüber steigt. An dieser Stelle sehen wir, hier haben wir die biegesteife Verbindung, wurde hier angesetzt für die Ermittlung der Schnittgrößen und an der Stelle ist die nachgiebige Verbindung mit abgebildet und wir sehen eine Differenz von ca. 10%. Damit lässt sich dann hier beim Anschluss vielleicht dann auch noch mal etwas mehr herauskitzeln. Genau, das wäre soweit unser erster Schritt für die Klassifizierung der Anschlüsse. Wie vorhin schon erwähnt, arbeiten wir aktuell an der Momentenrotationscharakteristik, die dann mittels eines Steifigkeitsdiagramms ausgegeben werden kann. Zudem besteht dann auch optional die Möglichkeit, im globalen Modell automatisch ein Stabentgelenk mit den entsprechenden Drehfedern oder ja axial oder rotationsmäßig zu übernehmen. Genau, und da arbeiten wir halt dran und das ist dann sollte bald fertig sein. Das wäre es dann soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und übergebe das Wort wieder an Andreas. Ja, Walter, vielen Dank für deine Präsentation. Ich denke, war sehr interessant. Viele Neuerungen, die wir gezeigt haben,
Vor allen Dingen die Anschlusssteifigkeit, darauf haben viele Kunden gewartet. Und ja, man sieht ja den Effekt hier schön an deinem Momentenbild, dass das schon Differenzen dann ergibt, wenn man die Anschlusssteifigkeit dann ja schon vorab im Statikmodell berücksichtigt. Okay, bevor ich Ihnen zeige, wo Sie die Modelle und die Aufzeichnung finden, ich schalte noch mal ganz kurz auf meinen Bildschirm. Wenn Sie eine kostenlose Produktvorführung möchten, auch zu diesem Add-on oder auch zum anderen Add-on oder zu RFM6 allgemein, sprechen Sie einfach unser Sales-Team an, unser Vertriebsteam. Oder Sie möchten ein unverbindliches Angebot, weil Sie Interesse an dem Programm haben. Wenden Sie sich gerne an diese Leute hier, ja, einfach den QR-Code hier scannen oder diesen Link anklicken. Die PowerPoint des heutigen Webinars können Sie auch downloaden. Das zeige ich gleich auf unserer Webseite, wo Sie das Ganze finden. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bearbeite auch die Kundenprojekte. Sie sehen ja auf unserer Webseite hier zum Beispiel unter Unternehmen unsere Kundenprojekte. Da sind viele interessante, mehr oder weniger spektakuläre Kundenprojekte. Wenn Sie hier kostenlos Ihr Projekt mal präsentieren möchten, reichen Sie das gerne ein. Das finden Sie dann auch hier unter Downloads und Infos. Da finden Sie nochmal die Kundenprojekte. Und dann können Sie hier mit diesem Link Ihr Kundenprojekt einreichen. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, vielleicht persönlich an mich oder zu Händen an Hörold. Hier hätten Sie so eine Checkliste, was alles vorhanden sein muss, also eine Programmdatei, vielleicht ein Text, den Sie schon aus der Statik haben, Vorbemerkung und so weiter zum Projekt. Wir machen dann da was Schönes draus und präsentieren ja kostenlos Ihr Projekt, machen kostenlos Werbung für Sie, verlinken dann auch auf Ihre Webseite. Das hat natürlich einen sehr positiven Effekt, weil gerade unsere Webseite ein sehr hohes Ranking hat, also sehr oft besucht wird. Also das ist ein weiterer Vorteil für Sie. Außerdem erhalten Sie einen 100-Euro-Gutschein, den Sie für den Erwerb von ja, Global-Produkten verwenden können. Also keine Scheu, auch weniger spektakuläre Projekte veröffentlichen wir. Sprechen Sie mich oder uns gerne an. So, dann zum heutigen Webinar nochmal. Hier unter News und Termine kann man hier runterfahren und dann sieht man hier die Webinare. Dann stelle ich hier auf Deutsch, beziehungsweise in 2 Tagen präsentiere ich das gleiche Webinar nochmal in Englisch. Wenn Sie Kollegen und Kolleginnen haben, die vielleicht Englisch besser verstehen als Deutsch, machen Sie gerne Werbung für dieses Webinar, finden Sie auch hier. Ich stelle jetzt hier um auf Deutsch, dass wir den Überblick nicht verlieren. Das ist das heutige Webinar. Nächste Woche präsentieren wir, also der Markus Baumgärtel und ich, wieder ein Webinar zu den häufigsten Anwenderfragen, also Fragen, die in letzter Zeit häufig reingekommen sind. Ja, und ja, wie schon immer finden Sie hier die vergangenen Webinare. Alle Webinare werden aufgezeichnet. Ich klicke auf das heutige Webinar. Sie erhalten dann in den nächsten Tagen eine E-Mail mit einem Link zu dieser Webseite hier. Dann werden Sie hier die Aufzeichnung von heute finden. Hier die PowerPoint-Folien. Und hier unten finden Sie bereits die Modelle. Beziehungsweise eins fehlt noch. Mein Kollege, der ist gerade dabei, die hochzuladen. Ja, Sie sehen hier, das war das erste Modell und das dritte Modell. Aber ja, warten Sie gerne, bis die Aufzeichnung online ist, wenn Sie nochmal durch das Webinar durchgehen wollen. Vielleicht alles nochmal selbst eingeben möchten. Okay, dann soll es das auch von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Walter für die schöne Präsentation, wie ich finde, beim Lukas für die Unterstützung bei der Beantwortung Ihrer Fragen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Vielleicht treffen wir uns wieder bei einem zukünftigen Webinar. Ich würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen.